Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, wie man richtig peakt, weil ich sehe immer wieder, wie Leute irgendwie ganz komische Peaks versuchen und sich dann am Ende wundern, warum sie gestorben sind, warum der Gegner die viel früher sehen konnte und warum der schon wusste, dass sie da stehen und verstehen es gar nicht. Das ist auch ein guter Anschluss zu meinem Video mit dem Counter-Steps. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Das wird man unter anderem auch brauchen. Auf jeden Fall schauen wir uns heute mal an, wie man richtig piekt und so auf jeden Fall einen Vorteil hat gegenüber den Gegnern oder sich zumindest mal einen Vorteil verschaffen kann. In den meisten Shootern hat der Pieker meist einen Vorteil. Also der Pieker ist der, der um die Ecke kommt und sozusagen seine Deckung verlässt und rauskommt, um den Gegner zu töten. In den meisten Shootern hat der Pieker sozusagen den Vorteil. Einfach aus dem technischen Grund, weil man muss überlegen, wenn ich jetzt das Signal gebe, okay, ich laufe nach rechts, das Signal zum Server. Dann muss dieses Signal erstmal zum Server kommen und der Server muss es dann zu meinem Gegenspieler weiterleiten. Logischerweise dauert das im Moment. Es ist nicht viel, aber es sind ein paar Millisekunden oder Hundertstel Millisekunden oder Tausendstel Millisekunden, ich weiß nicht genau. Es dauert, bis mein Signal zum Server ist und der Gegner es empfängt und der Gegner dann weiß, oh, oder mich dann sieht, wie ich hier gerade rauspieke. In dem Moment bin ich aber schon rausgepiekt und stehe nun mal da. Das ist halt eine ganz normale Latenz, die es halt bei jedem Spiel, bei jedem Shooter halt gibt. Oder generell bei jedem Spiel, auch bei jedem Autorennspiel oder so. Und in den meisten Spielen, zum Beispiel in Rainbow Six ist es sehr extrem, haben die Peaker dadurch einen enormen Vorteil. Weil der jetzt zum Beispiel hier steht und abaimt, dass er hier rauszieht, dass ein Tick später er es bemerkt bzw. er es zugesandt bekommt vom Server. Riot hat das ganz gut gemacht, die haben das in Angriff genommen und die haben halt die Infrastruktur ausgeweitet und haben Verträge mit Internetanbietern gemacht und so weiter und so fort, dass das so gering wie möglich gehalten wird. Das hat so zumindest meines Wissensstands noch kein Game gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil das halt ein enormes Investment ist, was halt die wenigsten eigentlich machen wollen, die wenigsten Spieleentwickler. Riot hat es aber gemacht und dadurch ist die Latenz bzw. die Verzögerung, dass mein Signal zum Gegner ankommt, relativ gering. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man richtig piekt und nicht falsch piekt, damit man halt trotzdem noch einen Vorteil hat. Weil der Vorteil, den man normalerweise als Pieker hat, halt durch den Latenzvorteil, ist in Valorant relativ gering. Er ist zwar auch da, aber nicht so groß wie in anderen Shootern. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man richtig piekt in Valorant. Und zwar, ich sehe halt oftmals, dass Leute zum Beispiel, sagen wir mal, sie stehen jetzt hier in der Ecke, so hier pieken und warten, dass jemand reinläuft. Kriege ich schon immer einen epileptischen Anfall, wenn ich sowas sehe. Weil folgendes, wenn jetzt hier ein Gegner rumkommt, wir sagen mal, der läuft hier lang und steht hier. Ich sag mal, ab circa hier wird er dich schon sehen. Ja? So zur Hälfte, zumindest die Schulter. Während du, wenn du hier noch stehst, siehst du gerade mal die Wand. Ja? Du siehst gerade mal das Ding hier. Wenn man sich jetzt hier rechts daneben steht, bin ich mir ziemlich sicher, dass du hier schon die Schulter siehst. Das heißt, umso weiter weg du von der Kante stehst, umso mehr siehst du, umso einen besseren Vorteil hast du. Am besten, finde ich, zeigt das eigentlich dieses Bild hier, wenn man sich das mal anschaut. Der rote Spieler sieht den blauen Spieler viel früher, also weil im Blickfeld von dem blauen Spieler ist die Wand viel früher sozusagen und der sieht nicht so viel und kann daher den Spieler gar nicht sehen, wenn das der rote Spieler halt schon die Schulter von dem blauen Spieler sieht. Genauso wie er dann, wenn man da in so einer Ecke da sitzt, wie im rechten Bild. Das ist zum Beispiel eine perfekte Situation auf Bind in Toilets drin. Da ist ziemlich genau diese Ecke und genau das ist diese Situation. Wenn man da drin sitzt und man da abgeaimt wird, wird der Gegner euch da vorher sehen und hat halt einen Vorteil. Daher heißt es immer schön weit von den Wänden wegpieken. Ich kann euch das mal hier zeigen. Wenn wir einfach mal so jetzt hier so eine Wand hinsetzen und wir machen, sagen mal, eine Wand müsste so sein. Steht jetzt ziemlich genau davor. Und guck mal, wenn ich bin weiter weg von der Wand. Und dann sehe ich schon seine Schulter, während er noch die Wand sieht. Mal gucken, wann wir seinen Kopf sehen, dass er uns auch eine Chance hat zu sehen. Ich sag mal, ab hier könnte er uns vielleicht sehen. Und wir haben halt schon viel früher den Kollegen hier gesehen. So, die Wand ist besser, wenn wir uns jetzt einfach mal direkt vor die Wand stellen. Wir sehen, so ein bisschen sehen wir von ihm, aber wir stehen schon fast zur Hälfte draußen. Er sieht wesentlich mehr vom Körper als wir. Wenn wir jetzt aber einfach nur beispielsweise einfach nur mal zurückgehen, sieht man, wie wir immer mehr von dem Gegenspieler sehen. Das heißt, wenn wir peeken würden, dann sehen wir den auch viel früher, während er uns noch gar nicht sieht. Und das hat einfach zur Folge, dass man am besten eigentlich immer lang peeken sollte. Es gibt jedoch Ausnahmen. Eine Ausnahme, sagen wir nehmen einfach mal den Spot hier.
Und wir sagen, der Gegner würde circa hier stehen, ja. Und man weiß ja, also jetzt in dem Beispiel weiß man, so viel Platz haben wir nicht, um eine größere Distanz aufzubauen als der Gegner zu der Wand hier, wo wir rumpieken müssen, ne? Deshalb haben wir auf jeden Fall einen Nachteil, wenn wir hier rumpieken, weil wir halt früher gesehen werden. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass wir doch kurz pieken, also nah an der Wand, aber dafür nicht wie in dem Fall, wenn wir einen Vorteil hätten, nur gerade so direkt um die Ecke und dann abaimen, sondern wir pieken lang. Wir gehen komplett raus, also was heißt, es ist halt situationsabhängig, kann man jetzt nicht pauschal sagen, wie weit. Ihr geht aber, piekt weit draußen und dadurch hat der Gegner es viel schwerer, euch zu treffen, weil ihr viel, sozusagen, weil er eine weitere Distanz flicken muss. Ich kann euch das mal kurz an dem Beispiel hier erklären. Wir sagen mal, wir sind jetzt der Spieler, der gerade da stand, ja? Und ein Gegenspieler ist jetzt zum Beispiel hier und er piekt, sagen wir mal, keine Ahnung, wie viele Meter sind das, 2 Meter nach rechts, ja? Dann müssen wir die Distanz hier rüber flicken, wenn er hier so rüber läuft, ja? Wenn er aber jetzt, sagen wir mal, hier hinten dieselbe Distanz rüber flickt, und wir stehen immer noch hier, dann müssen wir unsere Mausbewegung, im Prinzip ist das nur das Stück hier. Das heißt, wenn ihr nah an dem Gegner weit piekt, muss er einen größeren Flick machen, als wenn ihr weit von der Kante wegpiekt. Das heißt, es macht immer Sinn, wenn ihr nah an der Kante seid, schön weit rauszuziehen, um es ihm so schwierig wie möglich zu machen halt, ne? Weshalb, wenn jetzt auf Long Distance macht es jetzt nicht so viel Sinn, da ultra weit rauszupieken. Da würde ich dann eher versuchen, direkt den Überraschungsmoment zu nehmen und dann nur kurz rauspieken. Weil er, wie gesagt, hier nicht so eine weite Strecke mit der Maus fahren muss. Und ja, versucht einfach ein bisschen darauf zu achten, dass ihr schön weit von den Kanten rumzieht und nicht allzu nah, beziehungsweise wenn ihr zu nah seid, nicht zu langsam rumzieht, weil sonst sieht schlecht für euch aus. Ja, und dann ja, wünsche ich euch viel Erfolg und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!